heißen, bedeuten und meinen. Das sind die Dongzi, die wir ingai dou kan guo, dui bu dui? Heißen, ich heiße Michael. Wie heißt du? Bedeuten, denke ich jetzt ein Schuh. Meinen, ingai je zidao ma, dui bu dui? Meinen, jiu shi, ni renwei ne? Ni jüede ne? Wollen wir morgen ins Café gehen? Was meinst du? Ja, gehen wir ins Café. Was meinst du? Ni jüede ne? So, heißen, meinen, ingai dou zidao. 那我们中间还有另外一个 bedeuten, bedeuten, 我猜我们应该也看过了 bedeuten, heißen und meinen 这三个动词有一个共同的地方 那就是意思 像比方说, 这两个东西哦, 我要问, 这是什么意思呢? 那我就说 哦, Was bedeutet das? Was heißt das? 这是什么意思? 我听不懂, 我不了解的。 Was heißt das? Oder was bedeutet das? Was bedeutet das? Was heißt das? Kannst du nicht sprechen? Bist du heiser? Bist du krank? Ah, das bedeutet, dass sie krank ist oder das heißt, dass sie krank ist. Na, wir können meinen, 再一次, meinen, 就是说, 你的意思是说什么呢? Was meinst du? 你有没有发现呢? 在这里我们说, was heißt das? 这个是什么意思? Was bedeutet das? 这个是什么意思呢? 现在呢, 我就说, was meinst du? 你的意思是说什么呢? Meinst du? 你的意思是不是说, meinst du? Meinst du, das ist lustig? Oh, meinst du, das ist traurig? Ah, sie meint, das ist traurig. So, ihr könnt, 我们在这里, heißen, bedeuten, 我们会问, das, 这个东西是什么意思? Was bedeutet das? 这个东西是什么意思? 但是呢, meinen, 我们会说, was meinst du? 你的意思是说什么呢? 因为上一次在上课的时候有一个同学他说 bedeutest du bla 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 但是他的意思是说 meinst du bla 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 所以呢你要注意哦 meinen 应该那个主词应该是 你的意思是说什么呢 但是 bedeuten heißen 就是这个东西是什么意思 就是这么简单的